studiere Medizin im 10. Semester. Beruflich außerdem bin ich als SAK angestellt, als Tutorin. Und das berufliche Interesse liegt eigentlich in einer Karriere in der vermutlich eher inneren Medizin, aber vielleicht auch Pädiatrie. Deswegen fand ich das Projekt ganz spannend. Ich studiere auch Medizin im 10. Semester. Und bei mir soll es wahrscheinlich mal in Richtung Gynäkologie, Geburtshilfe oder Allgemeinmedizin gehen. Also zum Beispiel vorletzte Woche mittlerweile schon, waren wir in der Kinderurologie eingeteilt. Das heißt, da hatten wir auch Patientenkontakt mit Kindern, auch in der Formulatur beim Hausarzt. Weil es auch eine pädiatrisch ausgerichtete Praxis war, waren auch oft Kinder. Selber geimpft habe ich sie leider nicht dürfen. Dadurch, dass eben gerade bei Kindern so ein bisschen diese Hemmschwelle vom Impfen, wo die Angst ein bisschen größer ist, haben dann meistens die betreuenden Ärztinnen und Ärzte gesagt, so dass sie das einfach selber übernehmen würden und ich mal zuschauen kann, wie sie das machen. Also ich habe das tatsächlich gerade so in der Allgemeinmedizin mit Kindern öfters schon erlebt. Und auch, dass sich das dann häufig so durchs ganze Leben zieht teilweise. Also, dass es da unter Kindern vermehrt verbreitet ist, aber dass auch viele dann so mit 14, 15 noch Angst vor Spritzen haben oder dann eben auch so beim Blutabnehmen oder so im höheren Alter, dass das einfach bestehen bleibt. Man muss sich natürlich immer gucken, so in welcher Altersrange macht das Sinn, weil ich glaube, wenn man dann irgendwann einen Punkt überschreitet, wo dann die Kinder sich dann nicht mehr ernst genommen fühlen, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber gerade in so einem ganz jungen Alter, wo man auch die ersten Erfahrungen mit den Spritzen so wirklich auch aktiv wahrnimmt, da glaube ich, kann das echt eine sinnvolle Methode sein, um so ein bisschen die Angst zu nehmen. Also ich würde auch sagen, ich denke, so ein spielerischer Kontext ist richtig schön und bietet sich gut an. So vielleicht so bis 6 Jahre ungefähr. Mhm. Und darüber hinaus würde ich sagen, es ist ja nichts, was irgendwie die Ärzte verpflichtet. Mhm. Ich denke, wenn sie eben das Gefühl haben, es ist ein Kind, wo sich das anbietet, wo es irgendwie allgemein zum Verhalten noch passt, wo man denkt, das ist da vielleicht dafür empfänglich, dann bietet es sich auch sicherlich da noch an. Das stimmt. Ja. Also, ich glaube, alleine schon diese Raupenform kommt gut an und auch, dass es halt einfach bunt ist. Und das Gesicht. Ich glaube, das Gesicht ist wichtig. Ja. Auf jeden Fall, Gesichter sind immer toll. Von der Handhabung finde ich sehr praktisch hier mit diesem Ring, dass man die Spritze wie gewohnt quasi einspannen kann zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Das hätte mich, glaube ich, sonst irritiert, wenn ich das nicht machen könnte. Genau. Also ich sehe das eigentlich genauso. Ich finde auch, dass es einen überhaupt nicht behindert irgendwie bei der Nutzung der Spritze. Mhm. Weil man, also es ist zwar dran, aber es behindert einen an der Hand nicht und das finde ich wichtig. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich finde dieses Raupendesign richtig süß mit dem Gesicht und auch die Farben toll. Ja, ich denke schon. Und ich glaube, wenn man quasi so sagt, hier ist quasi so ein kleiner Begleiter und der sieht dann auch noch süß aus, dass das schon was macht, auf jeden Fall.